Grüß Gott, willkommen bei Mountain Sea Emotions 2009. Wir sind wieder dabei. Diesmal mit Anhang Jens. Das Lady Racing Team. Leaders Raceman Team. Boah, was ist das für ein Style? Und ganz da vorne das 17th John the Roman. Last Position in Blue. Die aber noch keine Skihose hat, die wir jetzt besorgen gehen. Das heißt, wir werden uns jetzt Skier besorgen und was wir so brauchen, noch ein bisschen was. So, oben, ja, Mann. Ja, Mann. Den Jungs kaufen. Jetzt sieht euch sein Album an, sein Album über krass. Das wird über das krasse Street-Album, ja. Die ganzen Mixtapes schon raus. Ja, könnt ihr euch alle runterladen bei MySpace. Umsonst. Ja, ich habe auch mitgewirkt, ich habe richtig krass viel fette Beats so gemacht für so ein Mixtape, so, weißt du so? Das ist richtig krass so geworden, so, das Mixtape von dem so. Auf jeden Fall ist das Mixtape richtig krass so, weißt du so? Wir sind jetzt bei Mountains in Motion so, das ist der Manager so. Mein neues Album kommt auch bald, Doppelplatin vor Release. Was? Doppelplatin vor Release, mein neues Album. Ach, Doppelplatin vor Release? Ja. Yeah. Okay, das ist fett. Wir sind auf jeden Fall alle etwas geistesgestört, weil wir alle heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden sind. Das sind die Berge. Da geht's runter gleich. Auf jeden Fall sieht das Auto jetzt schon aus wie Scheiße, das kann man mal kurz zeigen. John, richtig gut. Da hat der Jan gesessen. Jetzt gib ihm. Hast du eine lange Unterhose drunter, John? Hab ich vergessen, die ist oben. Scheiße. Oh Mann. Mann. Jetzt warten wir wieder auf, John. Ich brauche aber keine. Du brauchst keine. Du bist ein Mann. Ich brauche keine. So, ich stehe jetzt vor der Liftstation in Schäffau, ja. Und die Jungs leihen sich gerade Skier aus und alles, was man noch so braucht. Ich habe alles dabei, ich brauche nichts auszuleihen. Ich ziehe mir gleich meine Schuhe an. Und dann geht's los. Der war bei Popstars und hat da getanzt. War unverkennbar zu sehen, glaube ich eben. Wo musst du jetzt hin? Was machst du da? Ja, auf jeden Fall ziehe ich jetzt meine Skischuhe an. Das sind die da, ja? So. Und dann wird wieder Action gemacht. CJ ist im Hotel geblieben, der ist nicht so der Skifahrer wie letztes Jahr auch. Und da fahren wir gleich hoch. So, ich habe die Schuhe jetzt an. Also so Snowboard-Schuhe sind auf jeden Fall krass hässlich. Naja, egal. Auf jeden Fall warten wir jetzt auf den Jan, den John und den Jens, weil die noch irgendwie Sachen ausleihen müssen. Wir sind eigentlich um 11 Uhr auf die Piste. Wir sind heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden alle, 4 Uhr, um rechtzeitig hier zu sein. Und jetzt, jetzt starten wir hoffentlich gleich. Ich würde nämlich gerne echt langsam losfahren. Weil man kann ja nur bis 16 oder 17 Uhr fahren, weil dann die Lifte schließen. Deswegen ist es immer ein bisschen schlecht. Also, mal ein kurzer Panoramaschwenk. So, jetzt sitzen wir schon im Skilift und sind auf dem Weg zum Skifahren. Auf die schwarze Piste rauf. Und ich habe diesmal so krass gelogen einfach. Ja. Meine schwarze Piste geht auf. Diesmal? Ja, hat einen Helm. Kann nichts schief gehen. Kann nichts schief gehen. Ja. John mit Helm. Danke nochmal an Nike für diese geile Sonnenbrille. Ja. Wir haben übrigens das erste Mal, einen neuen Gast dabei. Er darf sich jetzt selbst vorstellen. Ich bin der John, ich veröffentliche jetzt heute mein Soloalbum. Doppelplatin vor Release heißt das. Das ist der gute Name. Ja. Meine Single Ruhe im Puff. Wann kommt die? Vorher. Eindeutig vorher. Wann genau weiß ich nicht. Kann ich mir nicht merken. Wichtiges Feuer. Die Welt MySpace. Gell? Ja. Exclusive auch auf jeden Fall. Verschiedene sind dabei. Sie ist bei uns. Wir sind die Solo Gang. Genau, bei uns läuft so krass, dass du ganz Management Solo Alben. Wir fahren jetzt da hoch. Okay, es ist einfach wieder passiert. Ich wurde wieder vom Sessellift erschlagen fast. Weil ich einfach dachte, ich schaff's noch rein, weil der Jan schon da war. Was sagst du dazu? Er wurde mitgerissen von diesem Sessellift. Das hat ihn umgehauen. Ja, auf jeden Fall war das die zweite Abfahrt jetzt. Wir fahren jetzt später dann darüber. Da waren wir letztes Jahr auch. Das ist da, wo der... wo es diesen einen Sitz der Sessellift gibt. Und es ist wunderschön. Wir haben sehr viel Glück mit dem Wetter.
Und an der Stelle möchte ich auch nochmal Danke an meinen indischen Freund Amit Chatterjee sagen, der es mir wieder möglich gemacht hat, indem er mir seine Ausrüstung geliehen hat. Der Jan hat auch eine Ausrüstung geliehen, das hat aber 25 Euro gekostet. Du hast auch einen Tropfen an der Nase. Weg? Nee. Das ist von hier, von den Tropfen. Achso, die geht da Tropfen was runter, gell? Das ist genau auf deiner Nase irgendwie. Was ist das für eine Scheiße? Pisse. Achso. Katzenpisse. Wo ist Chrissy? Chris da hinten, den haben wir unterwegs verloren. Wegen meiner Sessellift-Aktion. Dann hat die Frau geklingelt und hat den Sessellift ausgeschaltet. Alleine. Mann, sowas sieht man nur einmal im Leben. Statement? So, wir sind eben gerade die blaue gefahren. Die ist da drüben, gell? Ja. Aber ich hab echt hardcore Knieschmerzen. Okay, was für Schmerzen hast du? Ich hab richtig Knieschmerzen und Schienbeinschmerzen, weil ich so verkrampfe. Weil ich bin ja das letzte Mal, hab ich ja euch berichtet, richtig auf die Fresse geflogen. Du hast ja auch einen Helm, ja. Angst, ja. Das ist nicht gut. Genau, die Angst weg und Knie locker. Genau, locker, schön locker, flockig in den Knien. Zeig kurz, wie locker flockig. So. Genau. So, guck nochmal. Ja. Ja. Wir haben mal Klinge, ja. Hey. John, was hast du dazu? Ich find's gut. Ich find's einfach gut. Wie schon besprochen, fahren Sie ruhig durch. Das ist kein Problem. Kommt im Fernsehen. Single vorher. Single vorab. Ja, Single vorab. Hier, Alle exclusive. Genau.